So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke und wir haben wieder ein Fanpaket bekommen. Diesmal von Heiko. Ja, kennt ihr Heiko? Fanraid Go AMK hat mir ein Paket geschickt. Das steht jetzt hier hinten. Wir haben jetzt das eben von Master Gossi ausgepackt. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Da liegt jetzt die Hälfte hier unten im Katzenklo von dem Papier noch. Adi putzt sich. Guck hier. Adi, Schatz. Alles Gute. Wir wollen jetzt aber das Heiko-Paket aufmachen. Der Akku ist nämlich gleich leer, das heißt, ich kann gleich nichts mehr filmen. Dann ist das hier. Das ist auch groß, aber das ist gleichzeitig, das sieht irgendwie lustig aus. Das ist alles so gepunktet, weiß. Sieht aus wie hier schön Tapete, ne, für die Wand. Machen wir jetzt hier auf. Der Heiko K, ne, kennt ihr ja. Ihr kennt ja eure Schäfchen. Wir reißen jetzt hier am Rand einmal hier drüber. Ein was müsste ich schon ungefähr erahnen können. Er hat nämlich gesagt, die haben da auch irgendwie so einen Asia-Shop bei sich in der Nähe. Und wenn ich da irgendwas brauche oder irgendwas möchte, er kann da gerne mal gucken, ob es da Samyang-Nudeln gibt, ob er mir da mal noch ein paar schicken kann, einpacken oder vielleicht eine Soße oder so, wenn mir die Soße gut gefallen hat oder irgendwas anderes. Ich bin mal gespannt. Ich denke, da ist irgendwas zu essen erstmal drin. Und irgendwas Scharfes, irgendwas Beißiges oder so. Okay, Adi, was Beißiges? Die Große habe ich Beißi getauft. Kennt ihr das von den Simpsons? Die Beißi. Adi, du bist auch so ein Beißi. Gucken wir mal hier rein. Wir haben nämlich schon wieder hier Zeitungspapier übrig. Ganz viel. Das nehmen wir oben erstmal ab. So. Dann haben wir hier drin Zeitungspapier. Das tun wir auch hier drauf. Auf die Katz. Das tun wir auch auf die Katz. Dann tun wir hier drüben was auf die Katz. Hier noch was auf die Katz. Unten ist noch was. Das tun wir auch auf die Katz. Und jetzt haben wir irgendwie nichts mehr da für die Katz. Aber die. Das sah aus wie Superman, wie ein Cape. Wir haben hier einmal Nestle Chocolate Chips. Also, das sind doch eigentlich. Sind das, heißen die nicht Schoko Crossi? Ne, Schoko Crossi sind wieder diese. Diese Rosetten, diese Schokorosetten in dieser Tüte, das sind Nestle Chocolate Chips. Gibt es schon seit 10 Millionen Jahren, habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, gibt es auch in weißer Schokolade. Das wäre vielleicht was, was ich der Mama auch mal hinstellen kann, wenn die immer da ist, beim Wrestling oder so, oder am Wochenende halt für einen Film. Da kann die mal was naschen, die fragt nämlich immer, ob ich irgendwas da habe, irgendwas Süßes. Das wäre also cool für sie. Dann habe ich hier einmal Gelee-Bananen für Pupsi. Die ist Gelee-Bananen, nicht Schokobananen. Da ist zwar auch Schokolade drum, aber innen drin ist auch Gelee. Deswegen sind das Gelee-Bananen. Und dann gibt es diese Schokobananen, die sind flach mit Schokolade drum, aber innen drin ist irgendwie so Schaum, Schaumstoff, wie auch immer. Ist auf jeden Fall was anderes. Dann knöre ich mich hier weiter durch. Ich habe hier feine Nusspralinen gefüllt mit Nougatcreme. Glaube ich, die werde ich meiner Mama einfach zum Geburtstag schenken und sagen, guck mal Mama, ich habe dir was gemalt. Und dann sagt sie, das ist aber sehr schön. Also ihr wisst, Süßes und so. Ich bin so nicht der süße Typ, aber der Rest wird sich freuen. Oder Pupsi würde ich sicherlich mal probieren. Hier ist ein Nimm-2-Lolli, beziehungsweise sind da zwei Nimm-2-Lolli. Die würde ich mir sogar mal reinziehen, weil das cool aussieht, wenn man so einen Lolli im Mund hat, ne? Man kann dann so drauf rumwühlen. Hier sind nochmal zwei Nimm-2-Lolli, aber eine andere Sorte, also ein anderer Geschmack. Dann haben wir hier wieder was von Adi, und zwar Dreamies. Ich weiß nicht, was man mit Dreamies macht. Wahrscheinlich auch so ein, zwei hin zum Füttern, aber ich gebe ihm immer die ganze Tüte und er frisst sie mit einmal leer. Ist vielleicht zu viel, vielleicht ist er deswegen auch so gut drauf. Aber die sind mit schmackhaftem Lachs. Dreamies gehen auch immer. Dreamies gehen und diese Katzensticks, die es immer gibt, die gehen natürlich auch. Dann sehe ich hier schon wieder, was ist das? Ah, von Zoo Royal habt ihr hier noch Katzenschleckies. Die sind auch toll. Wenn er nämlich mal wieder sein Nassfutter nicht frisst und sich sträubt, mache ich ihm einfach so ein Schlecki oben drüber. Dann geht er hin, schleckt das ab und wenn er einmal am Schlecken ist, fängt er auch an zu fressen und isst dann meistens die ganze Packung leer. Also die Packung in dem Sinne, was ich ihm da hingegeben habe. Dann habe ich hier Blueberry Muffin Tee. In letzter Zeit trinke ich ja immer Tee.
Blueberry Muffin müsste ich mir mal eine ganze Kanne machen. 1 Liter, so zum Gucken, zum Testen, wie das schmeckt. Dann haben wir heiße Liebe. Früchtetee mit Himbeer-Vanille. Heiße Liebe-Tee, klingt auch sehr genial. Und spanische Orange, fruchtig südländisch. Und wenn ich mir jeweils 1 Liter davon, davon und davon gemacht habe, kann ich ja immer von jeder Packung einen Beutel nehmen und die drei mischen und habe auch Tee im Stream. Der Stream-Tee, wer kennt es nicht? Jetzt weiß ich nicht, mit was ich hier noch weitermachen soll. Erstmal das, was man kennt. Eine Tüte Eisbonbons für die Alkoholiker unter euch. Die Zuschauer sind so Durchschnitt 10 Jahre alt. Für die Alkoholiker unter euch einfach mal ein Eisbonbon, da merkt man nichts mehr. Der Chef merkt auch nichts, ne? Wenn ihr mit 10 Jahren zur Arbeit geht. Habt ihr auf jeden Fall, ist auch eine gute Sache. Wo wir gerade bei Alkohol sind, haben wir hier noch meine Lieblingsbiermarke als so Trinkbier, weil das Ratsherrn, das gibt's ja bei mir nicht, das ist ja österreichisch. Bei uns gibt's hier typisches Assi-Bier, das 5-0er, weil das irgendwie zu der zur Oettinger Familie mitgehört. Da gibt's eben das Schwarze, wo mein Onkel immer sagt, trink das Schwarze, weil das ist doch besser als das Rote. Ich bevorzuge aber das Rote, weil es irgendwie stylischer ist und eher ins Gesicht geht, während das Schwarze wirkt so deprimierend. Aber hier habt ihr sogar noch das Orange. Wer das Orange kennt, das ist nämlich das Weizen. Dann gibt es auch noch Grünes, was Radler ist. Dann gibt es dieses goldene, metallische, was Zitrusbier mit Wodka ist von 5-0. Es gibt auch das, das Helle, gibt es auch. In einer hellen Dose oder in so einer hellblauen Dose. Gibt es auf jeden Fall auch alles. Dann haben wir hier eine Packung. Oh mein Gott. Pepper King. Extrem scharf. Von Kindern fernhalten. Habanero Tortilla Chips. Hasta la vista, Baby. Muss ich sagen, die kenne ich noch nicht. Ich kenne zwar von den Pepper Kings Chips, aber halt normale Kartoffelchips. Das sind aber Tortillas. Das heißt, das sind diese dreieckigen Maisdinger. Ich esse Tortillas lieber als normale Kartoffelchips. Und jetzt von Pepper King ist das sogar im Prinzip was Neues, was ich noch gar nicht kenne. Hier ist noch ein Bild vom Heiko, wie er da zu Hause sitzt mit seinem Unterhemd und mit seiner Bierflasche. Hallo Ramses, ich hoffe, du freust dich über diese Chips. Servus Heiko, genau. Bin ich mal gespannt. Vielleicht werde ich die bei Ramses Kitchen mal testen. Weil die ja eben mega scharf sein sollen und brutal. Also das wäre einen Test wert. Genauso wie diese Herz. Herz Jalapeno Flavored Cheese Curls. Wir waren damals mit Pupsi in Nürnberg in diesem Ami-Shop. Da gab es auch Herz. Carolina Reaper Curls. Das muss ja richtig bekannt sein, ja. Amerika fressen die alle solche Dinger. Und wenn wir schon die Carolina Reaper Curls getestet haben, dass Jalapeno Curls sind, mit Käse verfeinert, sind die bestimmt auch mega scharf, aber übelst fluffig und dick. Also auch was zum Testen, vielleicht zur Gegenüberstellung mit den Habanero Tortillas. Sind meiner Meinung nach auch mega teuer. Also wir haben damals 8 Euro bezahlt für so eine Tüte in dem Ami-Shop, aber im Supermarkt daneben gab es die für 3,50. 3,50 ist immer noch eine Hausnummer. Und jetzt habe ich hier noch 2 Sachen drin, nämlich einmal das. Ich habe es neben die Katze geworfen, ja, ich schwöre. Guck, die Katze sitzt da und das Ding ist da hinten, ne? Warte, sitz! Ein. Guck mal, wie der hört. Der hört wie die Sau, Alter. Da rufst du einmal was und dann hört er einfach. Aber ein was ist noch hier drin. Und zwar ist das das. Und da weiß ich nicht, was das ist. Hier steht Fireland Foods End. 0 Scoville. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Da steht nur, dass der Anfang und das Ende steht da. Also wie viel Scoville es sind, steht nicht da. Da stehen nur noch 3 Nullen hinten und dann Scoville. Scheint eine Soße zu sein. Von Fireland Woods, End of Sanity, Hot Sauce, Zutaten, Level, jetzt haben wir hier Level 12, extrem scharfe Chili-Soße,
Mindestens haltbar bis 15.06.23. Steht auch alles dabei. Guckt euch die zwei Totenköpfe an. Zutaten: Chili, 35% Carolina Reaper, Wein, Geist, Essig, Tomatenmark, Knoblauch, Salz, Rübenzucker, Gewürze, Verdickungsmittel, Xanthan. Achtung, scharf, von Kindern fernhalten. Jetzt bin ich, meine Füße sind gerade sozusagen in der Luft. Ich hänge mich hier auf, das heißt, es zittert die ganze Zeit. Das ist nicht die Angst vor der Soße, es ist einfach so. Die Frage ist, was macht man damit? Muss man das jetzt wieder nehmen zum Verdünnen von anderen Sachen? Oder ist das eine Soße, die man auch einfach mal auf einen Burger tröpfeln kann und den essen kann? Ich weiß es nicht. Wie würdet ihr diese Soße essen? Wie soll man diese Soße probieren? Auf einen Löffel und pur? Dann sterbe ich wahrscheinlich wieder, vielleicht auch nicht. Obwohl Carolina Reaper... Wie viel Scoville das jetzt sind, steht leider nicht mehr drauf. Also ich finde hier jetzt leider keine Angabe dazu. Vielleicht kann der Heiko das nochmal drunter schreiben, wie viel Scoville das hat. Finde ich schade, dass das nicht nochmal angegeben ist. Ich sehe leider wirklich nichts. Die sieht aber auf jeden Fall köstlich aus. Die hat eine richtig schöne Farbe. Da vielleicht mal ein Hotdog mit essen und gucken, wie der Hotdog schmeckt. Ansonsten haben wir hier zwei scharfe Sachen. Hier die scharfe Sache. Das, der scharfe Heiko in der Fanpost. Das war's von meiner Seite aus. Dankeschön auf jeden Fall für dieses abwechslungsreiche Fanpaket. Adi macht schon wieder die Kartons kaputt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.